völlig ausgeschlossen, dass Sebastian die Krankheit verwendet, um linke Touren zu machen. Dafür leidet er doch selbst viel zu sehr darunter. Ich habe Herrn Dr. Holters Ihren Scheck gegeben. Er geht heute noch zur Bank. Das Geld müsste spätestens übermorgen in Bulgarien sein. Hoffen wir, dass es nicht zu spät ist und die Medikamente noch anschlagen. Tja, man kann dem Jungen nur ganz fest die Daumen drücken. Ja, das ist nicht so mein Ding. Beim nächsten Mal kriegt sie eine geballert und eine Schicht im Schacht. Mhm, und wenn sie das nicht können? Ganz einfach, weil sie keine Mädchen schlagen. Was ich absolut richtig finde, verstehen Sie mich nicht falsch. Wissen Sie, was noch schlimmer ist als Spott? Besserwisserei. Ich weiß, dass ich das schon ein paar Mal versprochen habe. Aber diesmal halte ich mein Wort. Ich erwarte noch heute einen fünfstelligen Betrag. Dann kann ich alle meine Schulden begleichen. Ja, wirklich. Spätestens heute Abend. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Frau Saalfeld, was für ein netter Zufall. In der Tat. Mit wem haben Sie telefoniert? Sie sollen 10.000 Euro von mir nach Bulgarien weiterleiten. Und es macht mich ziemlich nervös zu hören, dass Sie offenbar hohe Schulden haben. Verständlich. Aber es handelt sich bloß um Nachzahlungen an das Finanzamt. Der Fiskus ruft und wir müssen folgen. Sie wissen ja, wie das ist. Und wie gedenken Sie zu folgen, indem Sie meinem Scheck umleiten? Frau Saalfeld. Sie haben von einem fünfstelligen Betrag gesprochen, den Sie heute noch erwarten. Von einem Privatpatienten, der im Begleichen seiner Rechnungen mindestens genauso säumig ist wie ich mit meinen Steuern. Sie kennen das ja. Nein, das kenne ich nicht. Dann haben Sie in Ihrem bisherigen Geschäftsleben großes Glück gehabt. Frau Saalfeld, ich versichere Ihnen, dass Ihre großzügige Spende so schnell wie möglich in die richtigen Hände gerät. Arzt. Es geht um das Leben eines Kindes. Was denken Sie von mir? Schade, aber ich kann es verstehen. Grüß Marlene ganz herzlich von mir und gib dem kleinen Miguel einen Kuss vom Opa. Konstantin sagt also auch ab? Dann er, Moritz, Laura, Alexander, wobei der zählt ja nur halb, Sandra und Robert. Du hast also 1, 2, 3, 4, 5,5 Kinder und keins davon kommt zu deiner Hochzeit? Das ist eine sehr interessante Zählweise. Bist du da gar nicht enttäuscht? Ach, alle haben ein sehr ausgefülltes Leben. Das ist wegen mir. Die denken wahrscheinlich, ich bin zu jung für dich und ich bin nur hinter deinem Geld her. Ja, so wird's sein. Spaß. Also ich an deren Stelle würde das jedenfalls denken. Du an ihrer Stelle würdest genauso herzlich reagieren. Schau mal, alle haben ganz lieb geschrieben. Und wie ich die Bande kenne, erscheint morgen eine große Gratulationsanzeige. Vielleicht für dich. Für uns. Ich werde es dir beweisen. Weißt du was, wir gehen auf eine kleine Rundreise und besuchen sie alle. Vom Riesengebirge nach Italien, nach Brüssel und nach Westfalen. Du hast deine Kinder wirklich überall verstreut. Und ganz schön weit weg. Ja, was meinst du? Klar machen wir das. Und ich versuche auch ganz tapfer zu sein. Alle werden dich lieben. So wie ich dich. Oh, meine Tasche. Und du musst die Ringe abholen. Denkst du an die Ringe? Ich denke an nichts anderes. Und weiß Frau Sonnbichler Bescheid? Die muss doch für die Standesbeamtin einspringen. Oh Gott, die Sonnbichlerin. Die habe ich vollkommen vergessen. Oh nein. Du nimmst mich schon wieder hops. Dafür erzähle ich dir nichts von meiner Überraschung. Ja, dann wär's ja auch keine Überraschung mehr. Stimmt, du bist so klug. Drück mir die Daumen, dass mein Kleid zur Tasche passt, ja?
Wow, ist die für Poppy? Ja. Da hast du dich wirklich selber übertroffen. Wie geht's dir denn? Du warst ja gestern noch im Krankenhaus. Ach, ganz okay. Ich hoffe, die Tasche passt auch zum Brautkleid. Hast du das Kleid noch nicht gesehen? Nee, nur im Katalog. Also manchmal ist Poppy schon eine kleine Chaotin. Falls es nicht passt, dann muss sie halt das Kleid umtauschen. Genau. Ich habe eure Brautjungfernkleider dabei, also deins und das von Frau Schweizer. Super, danke fürs Abholen. Und wo ist deins? Trauzeugin vom Dienst? Ja, da müssen noch so kleine Änderungen vorgenommen werden. Also ich kann dir nur raten, falls du dein Brautkleid kaufen möchtest, bisschen größer, nicht zu klein. Okay. Oh, sorry, dass man als Braut so alles im Kopf haben muss. Da bist du ja endlich. Ich bin so gespannt, wie euch das Kleid gefällt. Werner darf ich's ja nicht zeigen. Also, ta 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 ta. Wow. Wunderschön. Ehrlich? Das ist ja schon meine zweite Ehe. Die erste war ja nur so zum Schein, aber jetzt kann ich einen auf Madonna machen. Und die Tasche, die passt auch super dazu. Ja, Wahnsinn. Wow. Perfekt. Danke. Alles wird immer nur besser, 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 besser. Den Spargel? Ja. Wahnsinn. Das Menü für morgen? Ja, wenn es nach der Braut geht. Hat leider ein bisschen was von Kindergeburtstag. Da hat unsere Penelope ja alles über den Haufen geworfen. Aha. Käseigel, aber mit ganz tollem Käse. Wahnsinn. Toast Hawaii. Hörst du im Schlafrock Nudelauflauf mit Lack, Kaviar auf Rührei und leckere Fleischbällchen. Ja, ja, und ganz wichtig, bitte keine Currywurst, die kann Papa am besten. Oh Gott. Also jetzt bin ich beleidigt. Also Gourmet-Köche werden in der Regel überschätzt. Hm. Ich überlege die ganze Zeit, wie ich ihr helfen kann, ohne ihrer zukünftigen Schwägerin auf die Füße zu treten. Oh. Wenigstens den Nudelauflauf sollte ich erlassen, oder? Was sollten wir dazu als Vorspeise? Jakobsmuscheln auf Guacamole, gefolgt von einem feinwürzigen Sorbet. Sehr gut. Und zum Dessert, was halten Sie von weißem Schokoladenparfüm mit Rotweinschaum? Oder hatte ich es ja wieder von, würde ich vielleicht statt des Schaumes eine Soße bevorzugen. Gekauft? Warum haben wir eigentlich ständig Zoff miteinander? Keine Ahnung. Tja, zu spät. One-Way-Ticket nach Barcelona ist gebucht. Jetzt machen Sie wieder Ihr eigenes Restaurant auf. Ja, unbedingt. Aber nur, wenn Sie zur Eröffnung kommen. Okay. Gut. Also. Hey, alles klar? Wow. Hoppala, Entschuldigung. Wovon hast denn du geträumt? Naja, alle heiraten. Morgen Poppy und dann ihr. Weißt du was? Ich rede jetzt ein ernstes Wort mit deinem Freund, von Mann zu Mann. Nein, auf gar keinen Fall. Bitte, wenn ich Jonas heirate, dann habe ich, glaube ich, für den Rest meines Lebens Spüldienst. Irgendwas ist doch noch, oder? Diese Kratzbürste ist entlassen worden. Und jetzt will sie sich bestimmt rächen. Und ich verstehe nicht, warum Jonas so ruhig bleibt und auch noch einen auf großen Zampano macht. Ich musste mit ihr reden, Tina, mit Frau Saalfeld. Ja, das fand ich doch auch gut. Aber was ist denn, wenn diese Schlägerin uns jetzt irgendwo auflauert? Und das klingt ein bisschen nach einem Angsthasen, ich weiß. Danach klingt's gar nichts. Du bist vorsichtig und das ist gut. Diese Melde schlägt einfach hemmungslos zu. Umso besser ist es doch, dass sie nicht mehr arbeitet, oder? Wer weiß, was noch alles passiert wäre und nicht nur euch. Ach du, keine Angst. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man sich verteidigen kann. Und das habe ich da einem großen Zampano auch schon erklärt. So. Schwester, hast du eine Sekunde? Ihr Espresso. Bitte sehr. Die Songs, die du dir wünschst? Ja, vielen lieben Dank, dass du doch auf unserer Hochzeit singen willst. Wenn ihr unbedingt in euer Unglück rennen müsst, so, dann seid mal her. The Rose. Willst du unbedingt in alten Wunden bohren? Ich dachte, es soll ein Freudentag werden. Aber du sollst doch singen, live.
Nicht ich oder Lady Swiss. Obwohl, naja, du singst ja viel besser als ich. Dass ich das noch mal aus deinem Munde hören darf. Also, singst du jetzt The Rose und was ist mit den anderen Liedern? Wirklich, Schwester Herz, ich habe wahnsinnig viel zu erledigen. Das Los einer jeden Braut. Ja, also gut. So, was da noch? One moment in time. Ja, wenn's unbedingt sein muss. Verliebt, verlobt, verheiratet? Nee, also das ist jetzt wirklich nicht dein Ernst. Doch, bitte. Weißt du noch die Platte von Papa? Da haben wir doch immer mitgesungen. Dieses Tralala-Gedöns, das ist wirklich mein Stil, nicht mein Niveau. Und Mama und Papa werden sich bestimmt auch freuen. Oh Mist, das sollte ja eine Überraschung werden. Hast du die etwa eingeladen? Du bist ja von einer ganz schnellen Truppe mit deinem Brautkleid. Wenn das wirklich mein Kleid wäre, dann dürftest du gar nicht hier sein. Ach, diese alten Traditionen sind total überbewertet. So, fertig. Ich habe auch noch ein blaues Strumpfband dazu getan. Ah, alt, neu, blau. Ich dachte mir, falls Poppy es in der Hektik vergisst. Du denkst ja an alles. Dann hat dein süßes, kluges Köpfchen nichts abgekommen. Das hätte ich mir auch nie verziehen. Ich hab dir doch gesagt, ich war selbst schuld. Ich habe übrigens auch an was gedacht. Und das, obwohl ich der Mann bin. Wir wollen doch heiraten, oder? Ich bin vorhin zufälligerweise am Standesamt vorbei und ganz spontan bin ich rein. In 3 Wochen haben wir einen Termin. Was? In 3 Wochen heiraten wir? Ja, gut, dass du von der schnellen Truppe bist. So viel Zeit zum Vorbereiten haben wir gar nicht mehr. Okay, kein Problem. Oder doch? Nein, wir kriegen das schon hin, jetzt wo ich schon mal im Thema bin. Also wenn du willst, können wir auch im Frühling. Nein, 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 es ist alles wunderbar. In 3 Wochen heiraten wir. Ja. Also ich dachte, es wird doch supi. Du drehst dich um und tata stehen Mama und Papa vor dir, wo ihr euch doch so lange nicht gesehen habt. Könntet ihr euch nicht wieder vertragen? Alles, was passiert ist, ist doch wirklich ewig her. Du wolltest mich einfach ins offene Messer rennen lassen. Nein, Papa will doch nie mit dem Poppy, Messer. So naiv kannst du doch nicht sein. Ich kenn ihn, ich schwör's dir. Glaubst du wirklich, ich könnte das einfach alles so vergessen? Nur weil es ein paar Jahre her ist? Ja, über 20 Jahre. Stopp, Poppy! Du wünschst dir eine harmonische Hochzeit und das ist absolut verständlich. Aber ich kann das nicht. Ich war 16. Ich war schwanger. Ich hatte kein Geld, keine Wohnung, keine Perspektive. Und was machen meine Erzeuger? Die setzen mich einfach vor die Tür. Einmal im Leben hätte ich diese beiden gebraucht. Und was sagen diese Unmenschen zu mir? Sieh zu, wie du zurechtkommst. Mama hat oft geweint. Ach Gott, ja, wie rührend. Ach, die liebe Else. Hätte sie nur einmal in ihrem Leben ihrem Göttergatte Paroli geboten. Ja, vielleicht wäre dann alles ganz anders gekommen. Du willst also wirklich nicht auf meine Hochzeit singen, weil Mama und Papa kommen? Ich singe nicht nur nicht. Ich bin gar nicht da. Ich buche irgendwas. Last minute. Und ich tauche erst dann wieder auf, wenn die beiden unter ihrer Dunstabzugshaube sitzen. Oh, das geht doch nicht. Du bist meine Schwester. Bitte. Poppy. Eines Tages, da wirst du es mir danken. Walter und ich in einem Raum, das gibt ein Desaster.
Das soll doch der schönste Tag in deinem Leben sein. Also bitte. Feiert lieber ohne mich. Michael, hast du einen Moment? Hallo. Ja, was gibt's denn? Kennst du zufällig einen gewissen Dr. Winfried Holthaus, Spezialist für Morbus Geiger? Nicht nur zufällig. Wir stehen durch Herrn Wegener in regem Kontakt miteinander. Hast du durch eine Charity-Aktion mit ihm zu tun? Kennst du ihn näher? Seinen Hintergrund, seinen persönlichen, seinen Werdegang? Warum willst du das wissen, hm? Also, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich schätze seine Fachartikel und, wie gesagt, bin durch Herrn Wegener in Kontakt mit ihm. Hast du einen guten Eindruck von ihm? Du nicht? Ich kann dir nur versichern, auf seinem Gebiet ist er eine Kapazität. Du, ich bezweifle auch nicht seine fachliche Kompetenz, sondern seinen Charakter. Weißt du, er sollte Spendengelder in meinem Namen weiterleiten. Und ich fürchte, er könnte sie veruntreuen. Wie kommst du darauf? Er hat Steuerschulden, behauptet er, aber das klang irgendwie dubios. Er schien regelrecht Angst zu haben. Naja, das Finanzamt kann einem schon die Hölle heiß machen, wenn man sein Geld da nicht pünktlich abliefert. Also dieser arme Junge in Bulgarien ist todkrank und sollte nicht darunter leiden müssen. Trotzdem, ich habe meinen Scheck gesperrt, mit dem der erste Zyklus bezahlt werden sollte. Und ich möchte unbedingt nächste Woche persönlich hinfliegen. Schön, dass Sie uns noch ein bisschen länger erhalten bleiben. Ja, 2 Tage. Ist besser als nichts. Ah, Moment einmal, da gäb's noch gegen Mittag einen Direktflug. Herr Sonnenbichler, ich brauche die Übersicht über die aktuellen Reservierungen. Ja. Bitte, ja? Herr Stahl, schön, Sie zu sehen. Nochmal vielen Dank, dass Sie Ihre Abreise unseretwegen verschoben haben und für uns kochen. Trotz massiver Widerstände aus den eigenen Reihen. Lassen Sie uns bitte sachlich bleiben. Bringen Sie mir den Ausdruck, ja? Eine schlechte Laune, einen Untergebenen auslassen. Sie müssen mir doch verraten, womit ich Ihnen eine Freude machen kann. Als kleine Geste. Wir müssen über das Menü sprechen. Und zeigen Sie Ihre Schadenfreude nicht zu deutlich. Das ist Kindergarten. Herr Sonnenbichler, danke. Ich überlege mir, welchen Flug ich nehme. Ja, wir sehen uns in der Küche. Alfons, was gibt's da zu grinsen? Natürlich nichts, Herr Sonnenbichler. Sie müssen mir unbedingt helfen. Werden Sie etwa krank, so kurz vor der Hochzeit? Das wäre wahrscheinlich die Lösung. Am besten, ich bleibe im Bett liegen und warte ab, bis alles vorbei ist. Und Sie schreiben mich krank. Und warum sollte ich das tun? Ich fühle mich elend. Was Sie haben, ist Lampenfieber. Das ist ganz normal und geht vorbei. Was ist denn bitte normal daran, wenn die eigene Schwester die Hochzeit absagt und nicht kommen will, nur weil die Eltern eingeladen sind? Ja. Meine Schwester will nicht singen. Bitte, bitte, Sie müssen das gesamte Programm übernehmen. Ach so, ja, da wollte ich ja sowieso dringend mit Ihnen darüber reden. Nein, mich brauchen Sie nicht mehr begleiten. Dieser eine Song, das schaffe ich schon alleine. Sie wollen singen? Ja, pst, das wird doch eine Überraschung. Aber ich bleibe eher so im Hintergrund. Aber die Fürstenhofboys, die müssten den ganzen Abend singen. Bitte. Ja, ich weiß, also Sie können ruhig ab und zu was essen und was trinken. Aber irgendwer muss doch für meine Schwester einspringen. Ja, nur wir nicht. Was? Wir verlangen Sie, was Sie wollen. Hauptsache, ich kann es im Rat nicht. Es geht doch nicht um die Gage. Wir hätten sowieso gratis gespielt, aber wir schaffen es einfach nicht. Niklas bekocht sie. Und André ist voll eingespannt mit dieser Veranstaltung im Rosenzimmer. Was mache ich denn jetzt? Meine Schwester will nicht zur Hochzeit kommen.
keine Musik. Es sollte doch eine Traumhochzeit werden. Und jetzt? Das ist doch nicht fair. Ein gutes hat das vermaledeite Balg in deinem Bauch. Es treibt dir endlich deine Flausen aus. Ich werde auf den großen Bühnen dieser Welt stehen. Egal, was kommt. Denn was ich will, das erreiche ich auch. Pech gehabt. Ausgeträumt und selber schuld. Jetzt musst du Verantwortung übernehmen und dich um dein Kind kümmern. Ich bekomme aber beides hin. Sängerin und Mutter. Du hast doch keine Ahnung, was es heißt, ein Kind zu haben. Oma, Oma, die hilft mir. Die Alte, die mischt sich nicht in unsere Familienangelegenheiten. Ach, Omi. Entschuldigung? Ja. Sofort. So. Einmal den Car Driver. Dankeschön. Bitte. Du machst, was ich sage. Oder du verschwindest. Ist das dein letztes Wort? Du verjagst doch, mich? Geh mir doch aus den Augen. Ab heute habe ich nur noch eine Tochter. Penelope. Ich hol nur schnell einen Strauß Blumen. Meine Tochter heiratet. Zum Fürstensohn für den Zwischenstopp beim Juwelier Krämer. Hey, was soll das? Das Taxi ist aber bis jetzt... Ja, ja, von mir. Raus da, aber sofort. Das würde ich sehr gerne, aber ich hab's wirklich eilig. Interessiert mich nicht, das ist mein Taxi. Nehmen Sie doch den Bus, der fährt ein paar Minuten. Woher wollen Sie das wissen? Als Bürgermeister dieses schönen Ortes habe ich nicht nur für ausreichenden Nahverkehr gesorgt, ich kenne sogar die Abfahrtzeiten. Sie wissen doch gar nicht, wo ich hin will. Nehmen Sie doch den Bus. Sie kriegen hunderte extra, fahren Sie los. Da schiebt er hinter die Wand an. Robert, wissen Sie zufällig, wo Frau Schweizer ist? Ja, sie ist im Gewächshaus. Ah, vielen Dank. Bitte. Reitender Bote oder edler Ritter? Ah, beides. Naja, ich kenne doch mein Schwesterchen. Sie weiß ganz genau, bei wem sie mit den Wimpern klimpern muss. Also, schießen Sie los. Aber die Antwort heißt nein. Sie wissen doch gar nicht, was ich mein Sie... Mein lieber Schwan, wie viele Hochzeitsschlachten haben wir beide bestritten, ha? Sie soll mich überreden, doch auf der Hochzeit aufzutreten. Falsch. Ihre Schwester hat versucht, mich zu überreden, um mit den Fürstenhofboys aufzutreten, um sie zu ersetzen. Autsch, das tut weh. Es hat allerdings nicht geklappt. Ich habe deswegen herumtelefoniert, um eine Sängerin zu finden, die ich begleiten könnte. Was Ihnen natürlich nicht gelungen ist. Wer könnte sie auch ersetzen? Ja, niemand. Oh, da haben Sie jetzt aber zeitlich ziemlichen Druck, denn die Hochzeit ist doch morgen. Nicht ich habe den Druck, sondern Ihre Schwester hat ein Problem und Sie anscheinend auch. Was ist damals wirklich geschehen, dass Sie so sehr verletzt sind? Was geht Sie das an? Und deshalb wollen Sie wirklich das Fest Ihrer Schwester ruinieren? Ist es das wert? Jetzt vergessen Sie mal das Singen. Schauen Sie doch vorbei. Gehen Sie hin, stoßen Sie an, gratulieren Sie ihr. Sonst bricht für Ihre Schwester eine Welt zusammen. Die liegt doch sowieso schon in Scherben. Nur bemerkt sie es nicht. Frau Schweiz. Oh nein, nicht jetzt dieser Hundeblick. Wenn nötig, mache ich auch Männchen.
Doktorchen, es wäre die weitaus größere Katastrophe, wenn ich dort erscheine. Meine Eltern und ich, wir... Poppy wird das schon überleben. Schließlich besitzt sie die Gabe, sich die Welt rosarot zu reden. Eines finde ich allerdings erstaunlich. Sie haben mit ihren Eltern gebrochen und sind mit sich im Reinen. Und? Warum reagieren Sie dann so? Meine Eltern existieren nicht mehr für mich. Und trotzdem lassen Sie sich von ihnen so beeinflussen, dass Sie lieber Ihrer Schwester wehtun? Anstatt souverän mit der Situation umzugehen? Küchenpsychologie. Schon unbedingt am Fürstenhof telefonieren müssen. Dann passen Sie doch gefälligst auf, wer zuhört. Oh, ausgerechnet die alte Saalfeld. Wie hätte ich denn ahnen sollen, dass sie gleich den Scheck sperrt? Was machen wir jetzt? Suchen wir uns einen neuen Trottel oder machen wir mit ihm weiter? Was soll das bringen? Wir müssen das jetzt allein regeln. Moment mal. So leicht werden Sie mich nicht los. Ich kenne Ihren Plan. Und wenn ich davon was durchsickern lasse... Drohen Sie uns etwa? Er droht uns. Oh, kriege ich aber Angst. Unterschätzen Sie mich nicht. Ja. Ihre Dämlichkeit ist in der Tat nicht zu unterschätzen. Ich gebe Ihnen trotzdem noch eine Chance. Wenn Sie die vermasseln, dann können Sie Ihr Geld ein für alle Mal vergessen. Aber wenn Sie es schaffen, das heilige Charlottchen wieder auf Spur zu bringen, bekommen Sie ganz schnell die 30.000 für Ihre ungeduldigen Gläubiger. Und wie soll ich das bitte schön anstellen mit dem heiligen Charlottchen? Noch 3 Wochen, dann bin ich dran. Dann werde ich Nils Frau. Wie er sich vorhin gefreut hat. Richtig süß. Alles wird gut. Du wirst eine wunderschöne Braut. Alles zu beneiden. Dann mache ich auch mal wieder das, was ich ihr versprochen habe. Ihr Hochzeitsmenü. Ja, tu das. Sie ist auch zu beneiden. Weil du für sie kochst. Geh weg. Ich will sterben. Willst du nicht? Und bitte, sei nicht so melodramatisch. Du willst, dass ich zu deiner Hochzeit komme. Und wie immer kriegst du deinen Willen. Aber nur zum Singen. Exakt die Lieder auf der Liste. Kein Brautjungferngedöns und keine wilden Eingeborenenspiele. Und vor allen Dingen, keine Eltern. Du hältst sie mir vom Leib, verstanden? Du willst also kommen? Ja, von wollen kann ja gar keine Rede sein. Aber bevor ich daran schuld bin, dass hier in diesen heiligen Hallen mal wieder eine Hochzeit platzt, bitte. Du bist die liebste, beste, allergrößte große Schwester auf der ganzen Welt. Danke, 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 danke. Na, 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 na.
Hallo. Ich hab dir was mitgebracht. Pfefferspray. Mhm. Na, das ist ja super. Mit dem fühlst du dich bestimmt gleich viel sicherer. Nein, das ist nicht für mich. Das ist für dich. Was? Ja, ich habe auch mein eigenes. Und die bricht schon kein Zacken aus der Krone wegen so einer kleinen Vorsichtsmaßnahme. Und weißt du, wenn du es nur für mich machst, aber ich würde mich einfach besser fühlen, wenn ich wüsste, dass wir uns beide gegen dieses Mädel wehren können. Das kann ja auch so. Ja, egal was du machst. Hauptsache, du machst das Richtige. Na gut, ich steck's ein. Du musst mir ja unbedingt zum Mädchen machen, oder? Ich muss leider wieder los zur Arbeit. Ich hoffe nur, dass niemandem aufgefallen ist, dass ich ganz schnell einkaufen war. So. Sehen wir uns später? Okay. Tschüss. Tschüss. Darf ich Ihnen behilflich sein? Die Masche kenne ich. Ich trage sie lieber selber. Herzlich willkommen im Fürstenhof. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Arbeiten denn hier nur Schnorrer und Schmarotzer? Bitte? Papa! Poppilein! Schön, dass du da bist. Lass sie anschauen. Geht's dir gut mit dir? Natürlich geht's mir gut. darf ich vorstellen? Das ist mein Papa, Walter Schweizer. Das ist Herr Sonnbichler, der Chefportier hier und einer der nettesten Menschen hier. Wo ist Mama? Ach, ich helfe ihr schnell mit dem Gepäck. Es ist krank, sie hat Grippe. Was? Ja, sie lässt sich ganz lieb grüßen. Sie ruft dich morgen an und gratuliert dir persönlich. Wie? Meine Mutter verpasst meine Hochzeit? Weißt du was? Werner spendiert dir einfach einen Flug und wir haben echt einen super Arzt hier in Bichleim. Mach mir den. Lass die Mutter erstmal gesund werden. Ja, aber schade ist es schon, oder? Naja, Hauptsache du bist da. Für dich. Für mich? Danke. Ich wollte meinem Sonnenschein dann noch mal ein paar Blumen schenken, bevor ein anderer Mann sie mir wegnimmt. Werner nimmt mich dir doch nicht weg. Ganz im Gegenteil. Er wird ein neuer, wunderbarer Teil unserer Familie. Wir werden ja sehen. Wenn er sich glücklich macht, ist gut. Aber wenn nicht... Natürlich macht er mich glücklich. Wart's ab, bis du ihn kennenlernst. Du wirst ihn mögen. Man muss ihn einfach mögen. Ich wäre schon gern dabei, wenn du deine zukünftigen Schwiegereltern kennenlernst. Imbissbudenbesitzer aus Hamburg. Stell dir das mal nicht zu aufregend vor. Ist denen eigentlich klar, dass du älter bist als sie? Neben die sehe ich doch aus wie das blühende Leben. Na, immerhin könntest du Poppys Großvater sein. Naja, fast zumindest. Also? Also was? Na, diese wackeren Imbissbudenbesitzer. Ahnen die, dass ihr Schwiegersohn in Spee ein etwas älteres Semester ist? Warum hätte Poppy sie ihn verschweigen sollen? Sie hatte nie ein Problem mit unserem Altersunterschied. Weißt du was, ich komme einfach zum Dessert dazu, dann stoßen wir an, ich gehöre ja praktisch zur Familie. Keine Anzüglichkeiten oder irgendwelche dummen Bemerkungen, ist das klar? Versteht sich wohl von selbst. Ich wünsche dir ein rauschendes Fest. So, Natascha kann leider heute Abend nicht mit zum Essen kommen. Sie singt ja morgen auf meiner Hochzeit und dafür muss sie noch proben. Pappalapapp. Sie würde mir am liebsten auf den Mond schießen. Nein, sie freut sich wirklich. Du kannst doch nie lügen, Poppilein. Und hör mal gut zu mit dir. Komm, setz dich. Mir ist schittegal, ob Natascha mich hasst. Sie hasst dich nicht. Sie ist und bleibt eine hochnäsige Zicke. Aber du, versprich mir, du bleibst, wie du bist, ja? Papa? Ja. Natascha ist kein schlechter Mensch. Als sie erfahren hat, dass ich euch beide auf die Hochzeit eingeladen habe, da wollte sie erst nicht kommen und dann hat sie sich aber anders überlegt. Meinetwegen. Wird sie schon keinen Zacken aus der Krone brechen. Ich gehe mal kurz ins Bad, mich frisch machen.
Schick von der Schuppen hier. Ich hol dich dann später ab, ja? Ja. Papa? Ja? Morgen auf dem Fest. Bitte fang mit Natascha keinen Streit an, ja? Was denkst du denn von mir? Ich versäule doch nicht deinen großen Tag. Du bist doch meine Liebste. Danke. Bis später. Was mache ich hier bloß? Will ich Nils wirklich heiraten? Als ich Niklas und mich vorhin im Spiegel gesehen habe, was könnte es nicht anders sein? Die ganze Situation ist so verkorkst. Das wird nie wieder was. Selbst wenn ich die Wahrheit sage. Und ich werde die Wahrheit sagen, wenn es soweit ist. Und Nils wird mir dabei helfen. Ich kann glücklich sein, dass ich so einen wunderbaren Mann an meiner Seite habe. Und weißt du was, Papa? Er ist sogar Miteigentümer des Fürstenhofs. Und er ist der charmanteste Mann, den ich je kennengelernt habe. Er ist so liebevoll und großzügig. Er macht mich wirklich glücklich. Und weißt du was? Er will auch irgendwann Kinder mit mir haben. Davon habe ich doch immer geträumt. Oh, Papa, ich bin einfach nur glücklich. Wirklich. Ich habe hier die schönste Zeit meines Lebens. Und ich bin momentan wirklich der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt mit diesem Mann. So, da sind wir. Das ist mein Papa. Saalfeld, willkommen am Fürstenhof. Mal sehen, ob der Sohn bessere Manieren hat als der Vater. Welcher Vater? Welcher Sohn? Ich bin der Sohn. Sie werden schon mit mir Vorlieb nehmen müssen. Setzen wir uns doch. Papa? Setz dich doch. Papa? Das ist Werner, mein Verlobter. Und Werners Bruder ist hier Chefkoch. Und hier schmeckt alles super lecker, wirklich. Hier. Schau mal, ich kann dir das hier empfehlen, das und Muscheln im Teigmantel auch. Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Hier, bitteschön. So, und jetzt stoßen wir es mal an. Darauf, dass ich die beiden wichtigsten Männer in meinem Leben nun endlich kennenlerne. Gewiss doch, mein Schatz. Ich muss nur noch meine Übergabe machen, dann können wir gehen. Ja. Jonas. Schönen Abend noch. Jonas, sag mal, könntest du vielleicht ein bisschen später nach Hause gehen? Wieso, regnet's? Nein. Jonas, die Hildegard meint's dir nur gut. Jetzt komm halt einmal her. Was ist denn? Sie hat vorhin draußen einen Schatten rumhuschen sehen. Ich könnte vielleicht mal Klartext reden. Ach, das sagst ausgerechnet du. Wer hat denn der Hildegard den Bären von den Hooligans aufgebunden? Das heißt, was draußen rumhuscht, ist keine Katze. Also, ich habe keine Angst vor der. Ja, aber die hat dir doch schon mal ganz übel mitgespielt. Ja, weil ich keine Frauen schlag, deshalb. Das ist zwar sehr nett von dir, aber trotzdem. Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich mich jetzt verstecken, bis sie weg ist?
Ey, ich bin doch kein kleiner Bub, der auf dem Schulhof gemobbt wird. Sie will dir doch nur helfen. Und diese Mel ist wirklich extrem aggressiv. Also es ist wirklich lieb, dass ihr euch um mich kümmern wollt. Aber ich habe keine Angst vor der. Und also die soll sich lieber vor mir in Acht nehmen. Ich kann nämlich auch ganz anders. Noch meine wunderbare Braut, die mich morgen zum glücklichsten Mann der Welt macht. Auf die beiden tollsten Männer in meinem Leben. Ich liebe euch. Dich, Werner, natürlich ein bisschen anders als meinen Vater, wenn du verstehst, was ich meine. Und dich, Papa, auch ein bisschen anders als Werner. Aber ich liebe euch beide gleich dolle. Und jetzt müsst ihr einen Moment ohne mich auskommen. Vertragt euch, ja? Sie, alter geiler Sack. Na, na. Wir wollen doch wenigstens die Grundregeln der Höflichkeit wahren, bis das überstanden ist. So feine Pinkel wie Sie kenne ich. Oder täuschen Sie sich? Für Geld kriegt man längst nicht alles. So wahr ich hier sitze. Naja, das mit dem Taxi war wirklich nicht die feine englische Art. Aber schwamm drüber. Für Poppy? Ich gebe Ihnen ein wenig Bedenkzeit. Das ist jetzt schon die dritte Schicht, die du dir da aufträgst. Musst du nicht langsam wieder zurück? Ich lasse dir ein bisschen Zeit. Ich glaube, sie brauchen das. Mein Vater ist nämlich ziemlich streng und kann ganz schön eklig sein. Aber das macht er nur, um mich zu beschützen. Das hat mein Papa auch mal gemacht. Also, als er noch konnte. Ach, Tina, nicht traurig sein. Morgen tanzen wir zusammen, ja? Ich sag dir, das wird die schönste Hochzeit auf der ganzen Welt. Meine Schwester singt, mein Papa kommt und ich heirate den besten Mann aller Zeiten. Und alle lieben sich. Oh, ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe. Entschuldigen Sie die Störung. Ich verstehe das nicht. Ich konnte Ihren Scheck nicht einlösen. Ich hätte Sie informieren sollen. Es tut mir leid. Aber ich fürchte, auf dieser Basis können wir nicht weiter zusammenarbeiten. Auf welcher Basis? Ich dachte, wir hätten alles geklärt. Frau Saalfeld, es geht mittlerweile um Stunden. Wenn Krasimir nicht sofort therapiert wird, stirbt er. Und meinem bulgarischen Kollegen sind die Hände gebunden. Er kann das Geld für die Medikamente nicht vorstrecken. Er wartet. Krasimir wartet. Ihm läuft die Zeit davon. Krasimir. Gibt es ihn überhaupt? Aber Frau Saalfeld! Ja, ich habe ein rührendes Video von einem armen bulgarischen Jungen gesehen. Aber wer sagt mir denn, ob er wirklich an Morbus Geiger leidet? Sie vertrauen mir nicht mehr? Sie wollen Beweise? Gut, bekommen Sie. Ich lasse den Jungen einfliegen, auf eigene Kosten. Und dann können Sie ihn hier von einem Arzt Ihres Vertrauens untersuchen lassen. Bitte. Was kann ich denn noch tun, um Sie zu überzeugen? Ein Flug. Wenn der Junge tatsächlich so krank ist. Haben Sie eine Alternative? Sie verzögern die Dinge unnötig. Gut. Dann nicht. Ihre Entscheidung. Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit. Ich werde das Geld schon zusammenbekommen. Zur Not verkaufe ich Geräte aus meiner Praxis. Was haben Sie vor? Was ich vorhabe? Ich werde dem Jungen die Behandlung ermöglichen. Alles andere könnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Warten Sie. Wenn es Krasimirs Gesundheitszustand tatsächlich zulässt, dann holen Sie ihn eben her. Alles Weitere sehen wir. Danke. Sie werden sehen. Sie tun genau das Richtige.
Vielleicht doch lieber Selbstverteidigung? Ist genauso effektiv. Was soll denn das jetzt? Sie haben doch Tina auf den Tritt gebracht. Ja, Sie haben schon recht. Das ist eher was für Frauen. Ich zeige Ihnen gerne ein bisschen was, wie Sie sich schützen können. Jetzt zum letzten Mal. Ich brauche das nicht. Ich kann mich selber schützen. Ja, ein bisschen Bewegung würde Ihnen nicht schaden. Was soll denn das jetzt heißen? Wenn ich mich da an den Bielheimer Crosslauf erinnere, ist Ihnen nicht Frau Saalfeld auf und davon gerannt? Ach, das war doch ganz was anderes. Ja, wenn Ihnen schon ältere Frauen davonrennen, dann... Was macht dann diese Mäh mit Ihnen? So, jetzt halt. Die nietet Sie um, bevor sie Pfefferspray überhaupt sagen kann. Kennen Sie Boxen? Ja. Also, wenn Sie mir wirklich helfen wollen, dann steigen Sie mit mir in den Ring. Okay. Aber ich warne Sie, ich kann boxen. Und ich schlage Sie K.O., wenn es sein muss. Ach ja. Wetten? K.O., ja. Und als André dann persönlich den Nachtisch gemacht hat, mit Wunderkerzen und Rosen, oh, da war ich wirklich geplättet. Du auch, oder? Werner ist einfach der Beste. Ich bin so froh, dass ihr euch versteht. Ich würde es überhaupt nicht aushalten, wenn du nicht einverstanden mit ihm wärst. Werner ist mein Traum, Mann. Mama muss ihn unbedingt kennenlernen. Auf keinen Fall. Was ich dir jetzt sage, Mintin, das wird dir nicht gefallen. Aber ich mein's gut mit dir. Papa? Dieser Mann ist nichts für dich. Der wird dich unglücklich machen. Aber ich dachte, du magst ihn. Der ist doch viel zu alt. Arrogant und eingebildet. Du kennst ihn doch noch gar nicht richtig. Wart's doch erst mal ab. Ich verbiete dir, diesen Dreckskerl zu heiraten. Ist weder was für dich, noch für uns. Du musst dich entscheiden. Er oder deine Familie. Der Herr Saalfeld wird hier sehr geschätzt. Heiraten Sie ihn doch, wenn Ihnen so gefällt. Tut mir leid, Herr Sonnbichler. Mein Vater hat's nicht so mit der Höflichkeit. Natascha. Da ist ja noch was. Irgendwann kriege ich dich! Dann kommt sie endlich.